Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir heute den Deepcool Assassin 4. Der ist seit Anfang Juli auf dem Markt, kostet roundabout 100 bis 105 Euro. Die Preise variieren immer so ein bisschen und den werden wir heute mal testen. Der hat eine TDP von 280 Watt, der sollte also dementsprechend auch mit einem 13600K oder 13700K von Intel zum Beispiel klarkommen, mit den AMD-Prozessoren sowieso. Wir testen heute auf einem 12700K. Und ihr seht, wir haben wieder zwei Stück. Das bedeutet, einen werde ich testen, den anderen wieder als Giveaway zur Verfügung stellen. Das bedeutet für euch, schreibt einfach einen Kommentar, wie euch das Review gefallen hat. Ein paar Punkte, die vielleicht positiv oder negativ sind. Vielleicht gibt es auch keine negativen, das wäre natürlich ganz schön. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall einen gewinnen. Den lose ich dann wie immer innerhalb von 2 Wochen aus, bei mir auf meinem Twitch-Kanal. Ihr werdet natürlich in den YouTube-Kommentaren dann auch benachrichtigt. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt ein kleines Unboxing. Ich habe ihn zwar schon hier stehen, aber wir gucken uns das Zubehör an, wie diese ganze Nummer montiert wird. Und dann testen wir den mal. Also erstmal muss man sagen, das Teil, das ist ein richtiger Oschi. Ich werde ihn jetzt auch als erstes schon mal ausmessen, damit ihr wisst, ob der überhaupt bei euch ins Gehäuse reinpasst. Wir haben hier eine Breite von ca. 149 mm, eine Tiefe von 145 mm und eine Höhe von 165 mm. Das Ding, das wiegt auch ca. 1,5 Kilogramm, das arme Mainboard, aber naja, wer viel Kühlleistung will, der braucht halt auch ordentlich Masse und die haben wir hier definitiv. Auf der Verpackung selbst haben wir noch ein paar Informationen, zum Beispiel den unterstützten Sockel. Das sind eigentlich alle gängigen Sockel der letzten Jahre. Das ist überhaupt kein Thema, der passt eigentlich überall drauf. Auch auf die aktuellen Intel- und AMD-Sockel, AM5, AM4, LGA 1700, alles mit dabei. Der Lüfter selbst hat zwischen 500 und 1700 Umdrehungen. Wir werden auch gleich verschiedene Geschwindigkeiten testen, wie die Lautstärke dabei abschneidet. Wenn man diesen Performance-Mode hier nutzt, soll es unter 30 Dezibel sein. Da bin ich mal gespannt. Was ich schon mal cool finde hier beim Zubehör, wir haben so einen Schraubendreher mit dabei. Das bedeutet für euch, ihr braucht kein zusätzliches Werkzeug, mit dem solltet ihr eigentlich alles hinkriegen. Als Wärmeleitpaste haben wir die Deepcool DM9 Master 5 Sterne 1,5 Gramm. Keine Ahnung, wie gut die ist, aber das Teil kostet ja eigentlich ordentlich was und dann sollte die auch in Ordnung sein. Hier ist sogar so ein kleiner Spachtel mit dabei zum Verteilen der Wärmeleitpaste und das hier könnte so ein alkoholgetränktes Tuch sein, damit man das eben wieder sauber machen kann. Das hier ist die Anleitung, die werden wir uns dann gleich noch anschauen. Was das hier ist, kann ich euch noch gar nicht genau sagen, wir werden es aber gleich herausfinden. Und hier ist halt sämtliches Montagematerial dabei, das schauen wir uns gleich mal an, passend für Intel. Natürlich ist hier auch AMD und so dabei, aber ja, wir brauchen halt die Intel-Variante. Da wir gleich hiermit nicht arbeiten werden, habe ich schon mal geschaut, wofür das ist. Ihr könnt potenziell mit diesem Rahmen noch einen weiteren Lüfter installieren, wenn ihr das möchtet. Denn ihr habt hier einen Lüfter, hier ist auch einer drunter und ihr könntet potenziell hier noch einen mit dran bauen, habt dann höheren Luftdurchsatz. Ob das viel mehr Kühlleistung gibt, kann ich euch leider nicht sagen. Das werden wir nicht testen, weil wir benutzen immer nur die Auslieferungszustände bzw. das, was mit dabei ist. Das wäre auch irgendwo so eine Schummlerei. Hier ist jetzt die Beschreibung für die Montage mit LGA 1700. Das machen wir jetzt auch so, einfach die Backplate von hinten drauf und die Rändelschrauben von oben reinschrauben. Es hat auch einen Grund, warum wir dieses kleine Board hier nehmen. Ich möchte einfach mal diese Größe von diesem Kühler zeigen. Die Rändelschrauben werden jetzt auch so weit drauf. Dann sollen wir laut Anleitung diese Bleche da drauf stecken und die dann eben mit diesen kleinen Rändelschrauben festmachen. Und ich sehe auch jetzt schon, es gibt keinen Unterschied bei der Montageart gegenüber dem AK 620 zum Beispiel. Jetzt packen wir auch schon mal ein bisschen Wärmeleitpaste da drauf und verteilen die dann gleich mit dem Spachtel. Und den Rest, den verteilt es dann sowieso, wenn wir jetzt gleich den Kühler draufsetzen. Laut der Anleitung sollen wir jetzt auch die Folie entfernen. Ich habe schon ganz oft gesehen, dass Leute das vergessen haben. Denkt immer dran, diese Folie abzuziehen. Und dann nehmen wir gleich den Deckel ab und den Lüfter daraus, damit wir eben auch an die Schrauben drankommen. Das hier ist diese besagte Folie. Die ziehen wir jetzt auch mal ab. Geht ein bisschen schwieriger. Haben wir eine schön glatte Fläche. Und dann nehmen wir jetzt hier oben den Deckel ab. Der ist ja, wie gesagt, magnetisch gehalten. Und den Kühler könnt ihr jetzt da rausnehmen, indem ihr diese beiden Klammern einfach zusammendrückt. Das habe ich gerade schon gemacht, das war nämlich ein bisschen schwieriger. Und dann kann man den eigentlich, da rausziehen. Und jetzt schrauben wir den einfach von oben auf dem Sockel fest und dann kommt einfach der Lüfter wieder rein. So, der Lüfter ist auch wieder drin, Deckel wieder drauf, fertig. Und ich sehe gerade, das ist ein bisschen problematisch, weil diese Heatpipe hier mit dem Spannungswandlerkühler kollidiert. Ich glaube, ich muss doch das andere Board nehmen. Aber ey, nur mal für die Optik, ne? Jetzt wisst ihr mal, wie das mit der Größe aussieht. Wahnsinn. So, die ganze Nummer ist montiert. Gebt euch einfach mal, was das für ein Oschi ist. Aber, wenn ihr RGB-RAM hättet und diesen Adapter hier nicht benutzt, dann habt ihr da sogar noch was von, weil das Teil, das steht eher so über die I/O-Blende drüber. Finde ich soweit schon mal ganz nice. Wir werden jetzt einen Cinebench-Run machen, HW-Info natürlich auch am Start. Und dann werden wir die ganze Nummer jetzt mal testen. Übrigens sind laut diesem Thermometer gerade 22,8 Grad hier im Raum. Der Kühler zeigt einfach 17 Grad. It's magic. Ja, keine Ahnung, ich glaube eher, dass mein kleiner
Sensor hier irgendwie kaputt ist, aber naja, was soll's. Also wir haben jetzt hier noch 45 Sekunden auf der Uhr. Wir waren jetzt so bei der Spitze bei 83 Grad. Man sieht hier auch die Umdrehung, 1700, das ist dieser Performance Mode. Und wir hatten eine Wattleistung von 200 Watt ungefähr in der Spitze. Jetzt testen wir nochmal eben die Lautstärke, ungefähr 10 cm Abstand. Also das mit den 30 Dezibel kann mir keiner erzählen, das stimmt schon mal nicht. Das ist aber dieser Performance Mode, ihr könnt den hier oben umstellen. Jetzt stellen wir den auch gleich um und dann testen wir die Temperatur nochmal. Also wir haben hier jetzt noch 2 Minuten circa auf der Uhr, waren in der Spitze so bei 88 Grad. Auch wieder mit diesen 212 Watt in dem Fall sogar Spitzenleistungsaufnahme. Und bei einer Umdrehungszahl, das ist jetzt dieser Quiet Mode, von 1300, eben hatten wir ja 1700. Und jetzt testen wir hier auch nochmal die Lautstärke. Da sind wir jetzt so bei 38 Dezibel. Naja gut, also die Herstellerangaben waren auf jeden Fall Quatsch, aber so ist es auf jeden Fall erträglich. Eben war das ein bisschen laut, war auch so ein leicht surrendes Geräusch, hat man vielleicht sogar gehört. Aber mit 38 Dezibel geht's eigentlich, eine Wasserkühlung ist genauso laut. Wenn ich mir da jetzt die Werte so angucke, mit den 212 Watt, glaube ich nicht, dass er permanent 280 Watt wegkühlen kann. Das funktioniert bestimmt, wenn er mal kurz Last hat, irgendwie so 5 Minuten oder so, dass er das noch weggekühlt kriegt, vor allen Dingen im Performance Mode. Aber so bei 212 Watt pieken wir im Quiet Mode schon fast die 90 Grad. Ihr seht hier oben jetzt gerade 89 oben rechts. Und ja, also 280 Watt, na, ich glaube nicht so dran. Vor allen Dingen so ein 13.700er oder 13.900er können sich, wenn sie wollen, 300 Watt reinpfeifen. Und das schafft er dann auf lange Zeit gesehen nicht. Wenn man das jetzt vom reinen Gaming-Aspekt betrachtet, ist es eigentlich in Ordnung. Also Gaming, Streaming und so weiter, der ist ja schön leise, gar kein Problem. Das System läuft auch kühl. Natürlich werden die Werte wieder ein bisschen anders sein, wenn ihr jetzt das ganze Ding in einem Gehäuse habt. Ich habe das jetzt auf einer offenen Testbench, da ist das nochmal ein bisschen anders. Aber er wird auf jeden Fall nicht über 95 Grad kommen, wo der Prozessor dann richtig anfängt zu drosseln. Was ich auch noch witzig fand, wenn ihr den Performance-Mode anmacht, geht die Lampe hier an und ihr hört es auch sofort. Ich halte jetzt mal mein Mikro davor, dann hört ihr mal den Sound. Also ihr hört mich jetzt im Hintergrund quatschen. Das hört man definitiv. Gut, wann hat man den mal unter Volllast, aber so ist es jetzt halt. Kommen wir auch mal zum Fazit. Also das Teil ist ein guter Luftkühler, gar keine Frage. Dual Tower hat hier oben diese Spielerei mit dem Quiet und Performance Mode. Der schafft es, eine 12.700K kühl zu halten bei 210 Watt permanenter Leistungsaufnahme. Aber ich sehe diesen Preispunkt von 105 Euro einfach nicht. Ich meine, ihr bekommt für das Geld schon eine Wasserkühlung. Eine Enderfire Navis zum Beispiel kostet roundabout 100 Euro, habt dann eine schöne Wasserkühlung im System, schafft es, die gleiche Wärmeverlustleistung abzuführen. Wer jetzt natürlich Bock hat auf einen Luftkühler, weil er sich an Wasserkühlung oder so nicht rantraut, aus welchen Gründen auch immer, der ist damit gut beraten. Nur es gibt halt auch Alternativen auf dem Markt, die die gleiche Performance haben oder fast die gleiche Performance. Zum Beispiel ein BeQuiet Darkrock Pro 4. Der kostet nicht 105 Euro und kann ungefähr das gleiche und sieht auch noch ein bisschen schicker aus, finde ich. Aber das ist wie gesagt jedem selber überlassen. Ich finde ihn in Ordnung. Er macht technisch das, was er soll. Er hält sich jetzt nicht an die Lautstärkevorgaben vom Hersteller, weil der Hersteller sagt Performance Mode 29, irgendwas Dezibel. Das stimmt schon mal überhaupt nicht. Aber trotzdem ist das ein guter Luftkühler. Ich sehe den Preispunkt einfach nicht. Aber denkt dran, ihr könnt den ja noch gewinnen. Schreibt dazu einfach einen schönen Kommentar, wie euch das Review gefallen hat und was ihr so über diesen Luftkühler hier denkt. Ob das wirklich eine Alternative für euch darstellt gegenüber einer Wasserkühlung, die ja wie gesagt das gleiche kostet, oder eben nicht. Gut, das wär's dann auch wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.